Und willkommen zurück bei Let's Play Bioshock Infinite. Wir haben es gerade ganz schlimm. Juhu! Ach du Schande. Los! Hä? Köder? Elizabeth! Aber klar! Gefunden! Los! Geht klar! Boah, das wird ja hier wieder interessant, ey. Feinde denn? Ich sehe die immer, als wenn sie auf mich schießen. Voll traurig, oder? Ah. Das Schiff bewegt sich zu stark. Ich komme nicht klar. Falsche Taste. So, wer schießt da auf mich? Der hat Raketen. Der hat Raketen. Ach, er! Ja, hab ich auch. Ah! Wer redet denn da mit mir? Hier, bitte! Perfekt getimt. Los. Nein! Blattgeschütz! Moment, das ist ein Handyman gewesen. Was? Krähendingens sollte ich ausprobieren, ne? Noch was finde. Ich hab Angst. Uiuiui. Uiuiui. Beeil dich bitte. Los! Geht klar! Du Scheiße. Sorry. Lauf, Forrest, lauf. Scheiße, hier. Danke. Nein! Hau mich doch nicht! Scheiße, 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 ich bin so tot! Nein! Scheiße! Ich laufe gerade in eine Sackgasse. Na dann? Ah, uiuiuiuiui. Elizabeth! Komm schon, Dicker. Nein!
Wo ist er denn? Ah, 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 ah. Da! Kommt! Kleinen Moment mal eben bitte. So, Entschuldigung, weiter geht's. Da! Bitte sehr! Nein, den los. Da. Mach! Kommt. Oh, da ist er! Öffne ihn. In Ordnung. Weg da, ah. Ich habe nichts. Scheiße, klappt alle nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Vor allen Dingen ist der schnell. Nein, geh doch da ran. Ich drück doch. Ach, fuck. Na also. Ja, ich bin gleich schon wieder tot. Toller Scheiß. Ja, inklusive dir. Nein. Mit den Kleinen komme ich klar, nur mit dem Dicken hier halt nicht so. Au, Drecksack. Oh, diese Schweine, ey, das gibt's doch nicht. Na dann. Das war's für dich. Oh, war das echt der letzte? Boah, ich krieg die Krise, ehrlich. Was ein Akt immer, was ein Akt. Boah. Boah, boah, boah. So, warte. Gucken, schön die Zeit im Auge behalten. So, jetzt gucken wir uns wieder eine halbe Stunde lang hier um. Genau. Panzerfaust. Geld, Kaffee, alles, was man so braucht, ne? Zum Überleben. Was war denn leer? Okay. Öllache. Ja, irgendwie habe ich das... Ich kriege das nicht hin. Ich habe es versucht, ihr habt es gesehen. Ich habe versucht, eine Lache zu machen, die Leute dann da reinzulocken und dann... Aber... Satz mit X, sage ich nur. Satz mit X. Absolut nix. Präzisionsgewehr. Burstgun. Boah, ist mir warm. Ich muss mich gleich mal eben nackig machen. Tut mir leid. Muss ich hier nackt spielen. Aber ihr seht das ja nicht, deswegen ist das ja nicht so schlimm. Verbilligter Versand. Oh, das ist gut. Kann ich mir nur nicht leisten. Scheiße, nur die Grünen kann ich mir leisten, ne? Gut, sparen wir halt wieder ein bisschen. Boah, ist mir warm. Ich muss mich jetzt eben nackig machen. Moment. Ich mach mich mal eben nackig. Ach ja. Ich strippe. Ein letztes Strip. Ihr seht davon nichts. So. Ah, ja, jetzt ist besser.
Kein Kommentar. Salvenpistole, Maschinengewehr, Revolver, Revolver, Karabiner, Pistole, Maschinengewehr. Burstgun-Schaden um 25%. Habe ich überhaupt gerade die Burstgun? Ja, ne? Nee, Schrotflinte habe ich wieder. Was ist das denn? Oh, schick. Das würde ich auch anziehen. Ich mag die Farbkombi. Müssen wir da lang? Kann das sein? Jawohl. Sag, hier liegen überall Waffen. Wie soll sich die Stadt je davon erholen? Am besten gar nicht. Was ist das denn für ein Riesending? Ach du Scheiße, das... Das Vaterschiff vermutlich. Das Mutterschiff ist ja kaputt. Guck mal zusammen bei diesen Geräuschen. Oh, cool, oder? Was? Bank of the Prophet? Nein, nicht wirklich, oder? Bank of the Prophet? Bank des Propheten? Tatsächlich. Oh, die sind da alle bekloppt hier. Falsche Richtung. Salze. In Ordnung. Sehr schön. Von da sind wir... Nee, wir sind von da gekommen. Richtig. Und da sind wir gesprungen. So, gucken, ob wir hier noch irgendwo was haben. Da sind noch mal Salze, aber die habe ich ja jetzt. Hier noch. Immer schön alles absuchen. La 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 la. So, auf dem Ding sind wir ja auch schon gewesen, da war ja auch nix. Ja, dann würde ich sagen, gucke ich nochmal hier. Ah, hier ist nämlich auch noch was. So, Elizabeth. Bitte sehr. Danke sehr. Alles voll. Ich hatte das Atom mitten in der Luft festgehalten. Kollegen bezeichneten mein Lotesfeld als Quantenlevitation, aber das trifft es nicht. Levitation, das klingt nach Verkehren und faulem Zauber. Mein Atom sank nur einfach nicht nach unten. Wenn man ein Atom unendlich lang in der Luft halten kann, warum dann nicht auch einen Apfel? Und wenn einen Apfel, warum dann nicht eine ganze Stadt? Aha, aha. Das klingt so ein bisschen nach Big Bang Theory. So, haben wir jetzt hier alles abgeklappert? So, dann gehen wir einfach mal weiter, würde ich sagen, oder? Wobei, ich brauche Schrotflintenmunition. Moment, kriege ich die Sachen da? Ich wollte hier eigentlich sparen, aber ich brauche Schrotflintenmunition. Maschinenpanzer, Schrotflinte da. So, danke. So, jetzt geht's weiter, Leute.
Hier ist ein Schloss. Vorhin in dem Laden, was du da von mir verlangt hast. Reden wir nicht drüber. Nein, was hat das Ding dir angetan? Wenn es mich zurückbringt. Das ist der Tod, Mr. DeWitt. Oder etwas so Ähnliches, dass es keinen Unterschied macht. Okay. The Founders will bleed. Beggar's Alley? Was ist das denn? Da sind wir dann wahrscheinlich jetzt. Ist da ein Knopf? Im Moment jedenfalls noch nicht. Da ist die Bank. Ah, siehst du, wir sind da wirklich. Wir sind Harmony Lane, Fotostudio, Victoria Square, Comstock House, da oben. Memorial Garden, Lutes Labs. Boah, irgendwas sagt mir, dass wir überall noch hinkommen. Ich meine, finde ich gut. Na, Schnucki? Kopf hoch. Reclaim for the people of Columbia. Zurück erobert, glaube ich, für die Leute von Columbia. Ein Lockpick. Ha! Ist ja nur ein bisschen gruselig hier. Wieso sind hier überall Verkaufsautomaten? Oh. Ist das neu? Schießeisen, Repetier, Burstgun, ne. Revolver, Schrotflinte. Erhöht die Kegelbreite der Schrotflinte um 20%. Okay. Schießeisen, Feuerhagel, Repetier, Burstgun. Nee. Gut. Wo war das mit der Schrotflinte? Da. So, jetzt haben wir die, glaube ich, auf Maximum gepusht. Die Scharotflinte. Okay, wieso kann man sich hier wieder so aufpushen? Boah, was ist denn da los, ey? Ach du Scheiße. Nee, Leute, da habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Ach du Schande. Einer? Da. Das war's? Ja, das ging ja noch. Das ging ja noch. Scharfschützen. Mache ich gerne alle. Öffne ihn. So. Sehr gut, sehr gut. Wieso ist Munition für Panzerfaust in einem Briefkasten? Das erklär mir mal jemand. Huhuhu, Straßenkampf. Oh, hier geht's rein. Kriegst du das geknackt? Sieht kinderleicht aus. Haarnadel? So komme ich denn da rein? Erledigt. Jetzt habe ich mich vor meiner eigenen Hand erschrocken. Wo sind wir denn hier schon wieder? Was? Wow!
Was? Wieso? Ich hab doch... Das ist aber gemein. Mehr gibt's hier nicht. Nur abgestürzte Fahrstühle und zwei Männer, die mir den Schädel einschlagen wollen. Wieso kann ich hier runter? Das irritiert mich. Nur zum Sterben, wenn ich da drankomme? Scheinbar. Gut, Leute, ich mache hier wieder einen kurzen Schnitt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dieser Folge. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, auch mit Tipps oder Tricks. Aber bitte nichts verraten. Ich weiß, ich bin ein bisschen langsam, was dieses Spiel angeht. Aber ich mache es halt auf meine Art. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal bei Let's Play Bioshock Infinite. Tschüss!